Voll schön, dass ihr alle da seid. Zum Workshop. Im Programm steht er noch als Vergebung und Impulse, aber ich habe ihn jetzt umbenannt in Love, Life and Freedom. Das findet ihr auch so auf der Website, weil sich das viel stimmiger angefühlt hat. Und ja, worum soll es heute gehen? Es soll darum gehen, dass ihr Impulse mit an die Hand bekommt, wie ihr ein zutiefst erfüllendes Leben in Frieden mit euch selbst und mit eurem Umfeld leben könnt. Wie soll es anders sein auf dem Friedensfestival? Genau, da möchte ich euch gerne 5 Impulse mit an die Hand geben, was so meine Erfahrungen sind aus meinem Leben, die mich einfach ja, jetzt an dem Punkt stehen, wo ich sage, ich bin so tief erfüllt in meinem Leben, das kann mir nicht schöner vorstellen. Ja, mache ich. Genau, und ich habe mich auch im Vorfeld mit der geistigen Welt ein bisschen verbunden und gechannelt, also die Informationen, die werden auch mit in den Workshop reinfließen. Und ja, nachdem ich die 5 Impulse euch gegeben habe, werde ich noch so euch durch eine kleine Reise führen, die quasi in euch die Energien aktiviert, die ihr braucht, um wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Und wir lassen auch so Energien abfließen, die euch dabei nicht mehr so dienlich sind. Und am Ende will ich noch eine Trance-Healing-Technik mit euch teilen, dass ihr euch mit der geistigen Welt eine ganz einfache Art und Weise verbinden könnt, um Heilfrequenzen für euch anzuzapfen und zu empfangen. Genau, und erstmal zu mir. Viele von, also alle eigentlich kennen mich ja noch nicht, außer Lisa. Ich bin die Nancy und wir kennen uns auch kurz. Genau, ich bin die Nancy. Ich habe 2 Kinder, eine Tochter, die ist 2 und einen Sohn, der ist 8. Und wir wohnen in Nordthüringen. Und ich sehe mich so ein bisschen als Brückenbauerin zwischen den Welten, also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern voll zwischen den Welten, also uns Menschen hier, der materiellen Welt und der geistigen Welt, die wir, also viele von uns ja nicht sehen können. Manche können sie ja auch schon sehen, ich kann sie sehr fühlen. Und habe selbst einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir mit dieser Instanz zusammenarbeiten, mit der geistigen Welt, dann hat es so eine, ich kann das nicht in Worte fassen, aber dann ist es das Schönste, was wir erfahren können auf dieser Erde. Und dann ist es auch viel leichter, durch alle Höhen und Tiefen durchzugehen. Und genau, deswegen sehe ich das so ein bisschen als meine Mission, verbunden damit, die Leute darin zu bestärken, euch zu bestärken, eure eigene Wahrheit zu leben und euch da auch von niemandem was anderes erzählen zu lassen, wenn ihr der Meinung seid, dass das euer Weg ist. Und genau, ja, dann starte ich mal mit dem ersten Impuls und der lautet: Frieden in dir schafft Frieden im Außen. Und ich schreibe die mal mit, weil, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das dann auch euch mitschreiben und irgendwo an den Kühlschrank pinnen oder irgendwo, wo ihr immer vorbeilauft und euch da immer so dran erinnern, wenn das mit euch in Resonanz geht, natürlich nur. Sonst nicht. Schreibt ihr das doch hinter die Ohren. Okay. Nein. Das auch mal probieren? Genau, dass wir wirklich jegliche Art von Selbstverurteilung stoppen. Weil ich kenne das jetzt von mir und vielleicht kennt ihr das auch von euch, wenn ihr irgendwas erkannt habt und irgendwas wisst. Gerade in der spirituellen Szene kommen wir ja auch sehr oft ins Wissen und ins Erkennen. Und dann haben wir ein Wissen in uns und können es aber noch nicht auf die Straße bringen. Ja? Wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, dann nehmen wir uns vorher fest vor, wir leben jetzt unsere Wahrheit vor dem und stehen da unsere Kraft. Und dann schaffen wir das vielleicht gar nicht, weil unser Körper eine ganz andere Sprache spricht und noch an einem ganz anderen Punkt steht, ja? Und sein eigenes Tempo hat. Und da wirklich immer wieder in die Selbstliebe zu gehen und uns dafür nicht zu verurteilen, ja, dass wir da einfach noch nicht stehen. Und unser Körper vielleicht ganz autonom was ganz anderes macht, als wir uns das vom Verstand her gerade wünschen würden. Und wirklich so liebevoll, wie es geht, mit uns selbst zu sein und auch mit anderen. Das ist so, das hört man immer wieder, das klingt so abgedroschen, ja, die Selbstliebe, aber das ist, seitdem ich mich auch nochmal damit beschäftigt habe, dass der Körper eine ganz andere Sprache teilweise spricht als der Verstand, bringt es sehr viel Heilung, finde ich, rein. Ja? Dass wir alle so geprägt sind, ja? So viel Blockaden haben, so viel Trauma, da ist keiner frei und wir werden auch keinen Menschen treffen in diesem Leben, der davon frei ist. Deswegen sind wir hier und das zu erfahren, ja? Wie wir uns da langsam rausentwickeln und das passiert in einem Tempo, was einfach, ja, unserem göttlichen Weg entspricht und immer richtig ist, wie es passiert.
Genau, der zweite Impuls ist, dass ihr immer wieder überprüft, ob das, was ihr aussendet, auch dem entspricht, was ihr empfangen wollt. Weiterschreibt, passen die fünf Impulse nicht mehr drauf, aber genau, wir kennen ja, oder wer von euch kennt die hermetischen Gesetze, die Naturgesetze? Genau, da heißt es ja auch, das, was wir aussenden, das empfangen wir. Und demnach einfach nochmal die liebevolle Erinnerung. Ich bin mir sicher, dass vieles von dem, was ich jetzt erzähle, nichts Neues für euch ist, aber immer wieder so erinnert zu werden, ja, ich denke, das ja, tut gut. Und von daher die Einladung an euch, einfach immer wieder zu überprüfen, ob das, was ihr verkörpert mit euren Worten, mit euren Gedanken, mit eurem Handeln, wirklich auch das ist, was ihr empfangen wollt, ja. Oder ob das doch manchmal eine andere Richtung hat, genau. Und einfach der Leuchtturm zu sein, ja, für dich selbst und auch für dein Umfeld, das ist in diesen jetzigen Zeiten so, so wichtig, dass wir unsere Wahrheit leben, anfangen zu leuchten und damit auch andere inspirieren. Genau, dasselbe zu tun. Und der dritte Punkt ist, nimm dir Zeit für dich täglich. Wer von euch macht das? Ja, ist ja schon mal was. Genau, unbedingt weitermachen. Und die, die es nicht machen, die herzliche Einladung. Nehmt euch, wenn es nur 5 Minuten sind, Zeit für euch jeden Tag. Und sei es Yoga, sei es Sport. Ich mache gerade die Erfahrung mit Yoga, dass ich jeden Tag Yoga mache und es tut mir so gut. Und wie oft verpassen wir das im Alltag, ja, uns Zeit für uns zu nehmen und erstmal kurz so einen kleinen Check-up zu machen, wo stehe ich denn eigentlich, was fühle ich, was denke ich. Ja, und wenn es irgendwie so eine kleine Rückenmassage ist, die man sich selber gibt oder sich wirklich da die Zeit einzuräumen, ja, jeden Tag. Genau, ich schreibe schon auf. Ja, und der vierte Impuls, den ich gerne mit euch teilen möchte, ist, dass du wirklich immer wieder den Fokus darauf legst, was du willst. Und dass du dich da auch nicht unbedingt ablenken lässt, sondern dass du immer wieder guckst, was willst du eigentlich im Leben? Wer von euch kennt jetzt seine nächsten Schritte und weiß, was zu tun ist und ist sich klar, wo er hin will? So als kleines... Ja. Denn ich finde gerade jetzt, in der, also ihr könnt ja immer prüfen, ne, ob das mit euch in Resonanz geht, das ist jetzt meine Wahrheit, die ich hier erzähle, das ist klar. Aber ich habe so erkannt, wie kraftvoll das sein kann, eine Ausrichtung zu haben und wie da immer wieder zu schauen, sich mal auch bewusst hinzusetzen, was will ich eigentlich im Leben, was kann ich, ja, was will ich gerne mit der Welt teilen und das dann auch Stück für Stück umzusetzen und sich da so einen kleinen Plan zu schreiben und dann auch da dran zu bleiben. Und gleichzeitig aber auch jedem auch das zuzugestehen, dass er vielleicht da eine andere Wahrheit leben will und vielleicht zu dir kommt und sagt, das kannst du so nicht machen. Und dann kannst du wieder überprüfen, kann ich das so machen? Ja, fühlt sich immer noch gut an, dann gehe ich den Weg weiter. Oder hat mein Gegenüber vielleicht noch irgendeinen Impuls mit reingebracht, wo ich nochmal schauen kann. Aber dieses Stehenlassen von eigenen Wegen, dass jeder seine Wahrheit hat und jeder seinen Weg geht, finde ich total wichtig. Und dann jemanden, also wir müssen nicht warten, bis wir von jemandem die Erlaubnis bekommen, dass wir unsere Wahrheit leben dürfen. Und wenn wir mit 100.000 Menschen in einem Raum stehen und wir sind der Einzige, der das fühlt, ja, oder die Einzige, dann ist es auch voll okay. So, ihr braucht niemanden, der dann sagt, es ist okay, dass du jetzt traurig bist oder dass du wütend bist. Ne? So. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, genau. Und immer wieder einfach das zu nähern, ja, was du wachsen lassen willst in deinem Leben, mit deiner Energie und Das ist mein Handy.
Genau, es ist mir gerade noch was eingefallen beim Schreiben, weil oftmals kennt man das ja aus der spirituellen Szene, dass man sagt, das ist irgendwie nicht so stimmig für mich oder das ist irgendwie nicht so mein Weg. Aber da gerade auch hinzuschauen, wenn irgendwas vielleicht nicht stimmig ist, vielleicht ist es ja nur so ein Sprung aus der Komfortzone, den es braucht, um den nächsten Schritt gehen zu können und dann das mitzunehmen, was es dann zu fühlen gibt und die Angst, sich auf den Rücken zu packen und mitzunehmen und einfach... Keine Ahnung, wie man das macht. Kann man das nicht leise stellen? Gibt es da nicht diesen... an der Seite? Nein, okay, mal gucken. Genau, also auch wenn wir irgendwo eine Angst fühlen oder irgendwas, wo wir merken, da wird es irgendwie eng zu schauen, vielleicht gehe ich da durch die Enge, ja. Aber es gibt ja auch, dass irgendwie man merkt, es ist doch nicht der Weg und man muss nochmal nachmanövrieren, also da immer einfach achtsam zu sein, ja, was gerade dran ist. Genau, und der fünfte Impuls ist, wirklich in der Freude zu bleiben und in der Zuversicht. Das überlege ich tatsächlich, ob ich das einmal hinterlege. Ich habe schon mal leise gedreht. Genau, dass wirklich eine neue, liebevolle Welt möglich ist. Und die ist in jedem Moment schon möglich. Also wir müssen auch nicht warten, auch hier nicht warten, dass uns jemand die Tür aufmacht und sagt, hier ist die neue Zeit. Sondern dass wir die immer wieder für uns leben, in jedem Moment. Und da unsere eigene Realität erschaffen. Also einfach nochmal eine liebevolle Erinnerung an euch alle, dass ihr die Schöpferwesen seid. Mit all dem, das hört man auch immer wieder, du bist Schöpfer, aber es ist halt wirklich so. Also, ja. Was? Wie ist das, wenn zum Beispiel, wenn man das leben möchte, aber man hat zum Beispiel Wut in sich, in dem Moment, dann umzuzwitschen und dann zu sagen, irgendwie, ja, ich will das jetzt aber nicht, ich will jetzt halt Liebe oder so, das ist mir gar nicht so einfach. Ja, das gehört aber auch dazu, die Wut zu fühlen. Also da bin ich ja auch der festen Überzeugung, dass das alles dazugehört. Und alles, was wir wegsperren, wird ja größer. Also das ist einfach so. Und da, ja, aber wenn ich dann wütend bin und das dann aussehe, dann kriege ich es ja auch wieder zurück. Naja, aber in dem Moment ist es ja vielleicht doch eine Blockade, die einfach mal ausgelebt werden will. Ja. Also mir geht es auch eher so um den bewussten Umgang mit Menschen, dass wir niemanden verurteilen oder so, also auch ja, das, ne, in die Richtung, okay, dass wir da... Ja. Ich habe auch noch eine Idee dazu, weil Wut ist eine Energie. Vielleicht kannst du die dann umwandeln. Okay. Ja. Oder vielleicht will sie auch einfach mal nur gefühlt werden. Absolut, absolut. Und auch Angst, also Angst und Wut stecken wir ja oft so in die dunkle Ecke und denken irgendwie, das darf nicht sein, aber wir leben hier in solchen Strukturen gesellschaftlich, dass es, ja. Genau. Dass es, wenn man das Leben hat, was man eigentlich nicht möchte und wo man selber gar nicht so viel Einfluss drauf hat, weil äußere Umstände es nicht anders zulassen, dann ist es die Kunst dabei, mit diesen äußeren Umständen umzugehen und das anzunehmen. Ja, oder du schaffst sie dir neu, also je nachdem, wenn es nicht geht. Wenn man in einer Verbindung steht, beispielsweise mit einem anderen Elternteil oder so, dann gilt es aus meiner Erfahrung oder generell mit anderen Menschen, den anderen so gut anzunehmen, wie es geht und wirklich immer wieder zu schauen, was kann ich machen für mich, um meine Schwingung hochzuhalten. Mhm. Und wenn ich einen Mensch irgendwie in meinem Feld habe, der mir nicht gut tut, ja, wo ich immer wieder merke, die Felder, die Energiefelder zu ignorieren, wo er beispielsweise abwertet oder bewertet oder was auch immer verurteilt und immer wieder nur auf das Wesentliche, warum ihr verbunden seid, euch zu fokussieren und da einfach in der Objektivität zu bleiben und gar nicht mehr einzugehen. Also wenn euch irgendwelche Felder begegnen, die voller Verurteilung sind, so gut es geht, einfach gar keine Energie reingeben, weil das wird größer. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto größer wird es. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich diesen Feldern keine Energie gebe und da einfach, wie als wäre es nicht da. Es geht natürlich nicht, wenn dir jemand gegenübersteht, ist schwieriger. Dann kannst du zwar einen Raum verlassen, aber zum Beispiel auf Nachrichten oder so, die dann irgendwie abwertend sind oder so, brauchen wir nicht antworten. Ja, aber wenn das jetzt, sage ich mal, einfach mal irgendwelche Behörden sind, angenommen, die irgendwas von dir wollen, wenn das dann, wenn ich da nicht ins Feld gehe, das ignoriere. Na, das geht nicht. Man muss ja mal schauen, ne, was ist möglich. Also das meine ich, bei solchen Dingen muss man dann. Ja, dann kannst du forschen, warum da bei dir was los ist. Und forschen, was dein, also was dahinter ist, was dich wütend macht. Mhm. Also das wäre jetzt so mein. Ja. Wo würdest du denn dann die Grenze ziehen zwischen vermeidendem Verhalten und dem keine Energie mehr zu geben?
Das ist total spannend, ne? Was will ich nicht fühlen? Oder meinst du jetzt das? Ja? Nee, klar, also ich meine, wenn ich sage, ich will eine bestimmte Energie nicht mehr reingeben in etwas, kann es ja auch quasi verdeckte Verdrängung sein. Ne? Mhm. Ich habe einfach keine Lust, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit dem, was er mir gibt, was er mir spiegelt, mhm. was er in mir anträgt, ja, was auch immer. Ja, also, ja. Weil Verdrängung, wir haben ja viele verdrängende Anteile. Absolut, absolut, ja. Genau. Und das, also diese, also ich verstehe, was du meinst, mit denen keine Energie da mehr reinzugeben. Aber wo ist für dich da die Grenze? Also ich glaube, das ist generell so komplex und da geht es ja auch viel ins Traumawesen rein, wo ich ja keine Expertin bin, was Traumaarbeit angeht. Aber viele Strukturen, die in unserem Körper passieren, die passieren da autonom. Also da können wir ja mit dem Verstand nicht sagen, das fühle ich jetzt anders oder so. Also ich glaube, da braucht es auch einfach eine andere Tiefe. Und ja, das kam jetzt irgendwie so. Aber das Grenzthema finde ich eher auch immer sehr spannend, so auch zu prüfen, warum zieht man Grenzen. Ja? Oftmals wollen die uns ja schützen vor Schmerz, wenn wir die bewusst ziehen und ja. Genau, kommst du mit vor? Red ich doch so leise, ich gebe mir schon so Mühe, so laut zu reden. Ja, dann mehrere Störgeräusche. Ja, stimmt, da kommen wir so vorbei. Genau, also ich weiß nicht, ob deine Frage damit beantwortet ist, aber grundsätzlich, man kann es nicht pauschal sagen, es ist immer wieder so. Und meine Erfahrung ist, wenn Themen immer wieder kommen, ja, wenn Themen immer wieder kommen, dass es dann einfach was anzuschauen gibt. Also, wenn sich Dinge wiederholen, ja, genau. Ja, also vertraue deiner Wahrheit und sei so liebevoll du kannst mit dir, mit anderen und ja, nähre den Frieden in dir. Das ist, genau. Den fünften Punkt habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade. Was ganz Wichtiges, was mir jetzt dazu auch noch kam, ist, dass, und das hört man ja auch immer wieder, aber dass wir auch so gut wir können immer wieder so dankbar sind für all das, was wir fühlen. Und dass wir uns auch bewusst machen, ja, also das ist so meine Wahrheit, wir sind nicht hier, um nur Licht und Liebe zu fühlen. Wir sind auch hier, um das Gegenteil zu erfahren, weil sonst würden wir hier nicht herkommen. Und das hat mir total geholfen, das zu erkennen, dass wir uns das auch erlauben, ja, weil wir sind hier, um eben auch das Gegenteil zu fühlen, ja. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass wir im Kern alle Licht sind und Liebe und diese Essenz, ja. Aber solange wir hier in diesem menschlichen Körper stecken, gibt es das nicht nur. Genau, ja. Und ja, ich bitte euch jetzt mal kurz die Augen zu schließen, weil ich nochmal so ein paar Sätze mit euch teilen möchte zur Ausrichtung von dem Workshop oder generellen Ausrichtung, die ich empfangen habe aus der geistigen Welt. Jeder geht seinen Weg, den er gehen kann und will. Wir alle sind geprägt vom Leben und haben unsere ganz eigene Geschichte. Und mit diesem Workshop möchte ich Frieden in uns schaffen und mit dem, was uns im Alltag begegnet. Sei es den Menschen, den Situationen oder den Herausforderungen des Lebens. Und ein tiefes Vertrauen in die Richtigkeit der Gegebenheiten schaffen und ein Vertrauen in dich und deine Schöpferqualitäten, dein Leben zu gestalten. Wir bringen als Mensch ein so großes Potenzial mit auf diese Erde, in uns und auch auf dieser Welt was zu bewegen. Also lasst uns dieses Potenzial nutzen für Heilung in uns und für Heilung für die Welt, für eine so friedvolle und liebevolle Welt von morgen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle hier sind, um diesen Übergang zu gestalten. Wir sind alle super starke Seelen und die Zeit jetzt gerade fordert uns ja besonders, also zumindest mich und vielen davon geht es ja so. Und sich da bewusst zu machen, ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Seelen und haben das ganze Potenzial, ja, jetzt hier eine liebevolle Welt zu erschaffen. Und zu der liebevollen Welt gehört auch Wut. Und all das, was dazu gehört, mitzufühlen. Ja. Genau, könnt ihr auch gerne wieder aufmachen. Wobei, genau, also wir werden jetzt zusammen eine Reise machen, eine kleine Art Session, Meditation, wo wir in euch den Frieden aktivieren und Energien, die euch dabei vielleicht nicht mehr so dienlich sind, eure eigene Wahrheit zu leben und eure Kraft zu kommen, in die Erde abzuleiten. Ja. Und dann nach diesem Workshop als besonders strahlende
Leuchttürme rauszugehen und da wirklich offenen Herzens voller Liebe zu sein und vielleicht ein Stück weit mehr an unsere innere Kraft zu glauben und an unser Potenzial, was in uns lebt. Genau. Ja, lass uns einfach das Ganze spielerisch erkunden. Ich mache das auch immer gerne, dass ich auch das Leben manchmal so ein bisschen als Spiel sehe und die Ernsthaftigkeit rausnehme. Das hilft mir auch ungemein. Steht vielleicht ein bisschen paradox zu dem, was ich vorher gesagt habe, alles zu fühlen, was es zu fühlen gibt. Aber genau, da lade ich euch einfach herzlich ein, jetzt mal aufzustehen. Und euch aufrecht hinzustellen, guten Anbindungen nach oben, nach unten. Und wir machen jetzt eine Atemtechnik, die heißt Cold Breath Atemtechnik. Und dazu, ich mache die einmal vor und dann machen wir die dreimal nach. Saugt ihr über den Mund Luft ein, so. Und über die Nase aus. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ihr wie kristallklares Licht einsaugt, beispielsweise in jede Zelle, wenn ihr saugend über euren Mund einatmet. Das machen wir jetzt dreimal zusammen, so. Die Nase aus. Über den Mund wieder ein. Die Nase aus. Nochmal über den Mund ein. Und Nase aus. Und diese Technik, die ist zur Beruhigung eures Nervensystems. Also immer, wenn ihr mal das Gefühl habt, in Stress zu sein im Alltag, dann könnt ihr das mal für euch ausprobieren, wenn ihr die dreimal nacheinander macht. Immer saugend über den Mund ein, über die Nase ausatmen, was es mit euch macht. Genau, so als kleine Einladung. Und jetzt würden wir in das Switching übergehen. Das ist auch eine Technik, wo wir quasi beide Gehirnhälften rechts und links synchronisieren. Und somit können die Informationen, die ich jetzt euch gebe, besser in euer System fließen. Und die geht so, dass ihr die Hand so flach haltet und mit der anderen Hand eine Faust macht und dann klopft ihr hier so rein. Und das macht ihr beim Wechsel. Und damit aktiviert ihr euer ganzes System, synchronisiert eure Gehirnhälften. Und das könnt ihr auch immer dann machen, wenn ihr mehr Fokus braucht und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr driftet gerade ab oder ihr seid irgendwie gerade nicht richtig da, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt auch mal zweimal mit eurer Faust, je nachdem, wie ihr das fühlt, machen. Und wenn ihr diese Technik macht, dann dringen auch alle Informationen, die ihr in dieser Zeit sprecht, besser in euer System ein. Und genau, da sprechen wir jetzt mal alle zusammen. Also ich spreche immer vor und ihr sprecht nach. Ich weise jetzt all meine Anteile an. Voll und ganz in diesem Raum zu landen. Voll und ganz in diesem Raum zu landen. Genau, das ein paar Mal machen. Genau, also ist auch eine super Übung für den Alltag. Ganz simpel zur Aktivierung von eurem System. Ja. Genau, gut. Mal stoppen. Und jetzt schließt mal die Augen und stellt euch vor, wie die Erde ganz tiefe Wurzeln aus sich heraus um eure Beine herum schlingt und um eure Füße und wie sie sich euch so richtig an sich heranzieht mit all den Wurzeln, die jetzt um eure Beine schlingen. Und dann stellt euch auch vor, wie aus eurem Körper, aus euren Füßen Wurzeln in die Erde hinabgehen. Und erdet euch so tief ihr könnt, so sehr ihr könnt. Verbindet euch mit der Kraft der Erde. Und genießt diese Anbindung. Das ist nichts Neues, bestimmt für viele von euch Erdung, aber man kann es nicht oft genug machen. Ja. Erdet euch, verbindet euch und jetzt stellt euch mal vor, Gesundheit, wie in diesen Wurzeln wie ein Fluss fließt, Wasser, wie die Wurzeln hohl sind und in den Wasser fließen. Und dieses Wasser, dieser Fluss fließt in die Erde hinab. Und ihr holt jetzt mal all die Anteile in euer Bewusstsein,
die scheinbar destruktiv sind und die euch davon abhalten, euer Leben voll und ganz zu leben, die euch vom nächsten Schritt in eurem Leben abhalten, die ihr nicht mehr fühlen wollt, weil ihr sie schon so oft gefühlt habt. Und stellt euch vor, dass ihr jeden dieser Anteile in eure Hand nehmt und wie in ein Päckchen packt. Und das gebt ihr in den Fluss. Und dieser Fluss bringt es in die Erde. Und das macht ihr jetzt mit all den bewussten Anteilen, die euch jetzt gerade ins Feld kommen. Nehmt sie, packt sie in das Päckchen, setzt sie in den Fluss und lasst sie abfließen. Und wenn euch gerade im Bewusstsein nichts da ist, dann bittet einfach euren Körper, dass ihr jetzt alle Energien abfließen lässt, die eurem höchsten Wohl entgegenstehen. Ihr könnt auch, wenn euch das hilft, so eine kleine Handbewegung dazu machen, wie ihr den Anteil nehmt und da reinpackt und dann auf den Fluss gebt. Nochmal Danke sagt, dass ihr diesen Anteil fühlen durftet und ihn dann fließen lasst. Und vielleicht könnt ihr schon ein bisschen mehr Leichtigkeit in euch fühlen dadurch. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, ihr habt jetzt all die Energien in die Erde fließen lassen, dann setzt euch wieder hin und lasst eure Augen noch geschlossen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, und ihr könnt dieses Bild auch jederzeit mitnehmen in den Alltag und immer wieder machen. Und stellt euch jetzt vor, wie sich ein goldenes Licht in eurem Herzraum entfacht. Eine goldene Lichtkugel. Und dieses Licht umhüllt euer Herz und breitet sich aus in eurem Herzraum. Und in eurem Oberkörper. Und dann weiter in eure Arme, in euren Kopf. Und in eure Beine hinab. Euer ganzer Körper wird jetzt von goldenem Licht erfüllt. Und jede Zelle in eurem Körper ist durchdringt von diesem goldenen Licht. Bis in eure DNA geht dieses Licht. Und badet euch jetzt mal in diesem Zustand. Und dieses goldene Licht geht jetzt auch über eure Körpergrenzen hinaus, in diesen Raum, in dem wir gerade zusammen sind. Wir baden uns jetzt in diesem goldenen Licht, das in uns ist und in dem Raum. Und wenn ihr euch das nicht so gut vorstellen könnt, dann ist das auch voll okay. Ihr könnt einfach versuchen, spielerisch mitzumachen. Ansonsten genießt ihr einfach das Sein. Und du beginnst mit jedem Tag mehr und mehr zu sehen und zu hören und zu spüren, wo das Leben dir Signale schickt, um dir zu zeigen, wo du noch stark in einem inneren Kampf festhältst, wo du noch einen Widerstand hast gegen niederfrequente Energien und wo du noch mehr für dich einstehen darfst, um deine Schwingung bewusst zu erhöhen. Du hast alles in dir und jede Art von Schwingung ist ein Teil deines Lernprozesses und deiner spirituellen Reifung. Danke, danke, danke. Und mach dir jetzt auch mal bewusst, wie viel du schon in deinem Leben geschafft hast, wie sehr dich das Leben manchmal gefordert hat. Und nun stehst du hier aufrecht und strahlend und leuchtend. Und ab dem heutigen Tag wirst du dich für dein Sein nicht mehr verurteilen. Du wirst dir so oft du nur kannst liebevoll beim Wachsen zuschauen.
Mit dem Bewusstsein, dass dein Körper dein Wegweiser ist und das Leben dein Lehrer. Und jetzt bitte ich euch, eure Augen mal nach oben zu rollen, in geschlossenen Zustand, als würdet ihr in die Kopfmitte blicken. Das aktiviert einen Gamma-Zustand eures Gehirns. Somit kommt ihr in höhere Bewusstseinsebenen. Wenn euch das zu unangenehm ist, dann lasst es sein. Aber ihr könnt das immer mal wieder üben. Je öfter man das macht, desto leichter geht es auch. Und sprecht mir nach. Ich aktiviere, aktiviere, aktiviere. Aktiviere. Jetzt den tiefen inneren Frieden in mir. Jetzt den tiefen inneren Frieden in mir. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich bin. Und allem, was um mich herum ist. Und allem, was um mich herum ist. Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue mir. Ich vertraue mir. Alles ist für mich. Alles ist für mich. Nichts ist gegen mich. Nichts ist gegen mich. Dann lasst die Worte mal nachwirken, bringt eure Augen wieder in normalen Zustand, lasst sie noch kurz geschlossen und fühlt mal nach. Und atmet dreimal tief ein und aus. Und kommt dann langsam wieder in dem Raum an, in eurem Tempo. Klopfen oder schütteln oder abstreichen. Ja. Und jetzt möchte ich noch eine Technik mit euch teilen zum Schluss. Die nennt sich Sitting in the Power, und dabei geht es darum, wie wir aus der geistigen Welt heilvolle Frequenzen auf eine ganz einfache Art und Weise empfangen können. Also ihr könnt euch das so vorstellen, vielleicht ganz kurz, wer von euch ist denn mit der geistigen Welt vertraut, arbeitet schon mit ihr aktiv? Für wen von euch ist das Hokus Pokus, ganz ehrlich, oder nicht greifbar, oder wäre es offen? Dafür, das schön. Wunderbar, ja. Genau, es ist nämlich auch nicht so wichtig, ob ihr daran glaubt, ob das geht oder nicht. Probiert es einfach mal. Also ich kann euch versprechen, wenn ihr die Technik macht, jeden Tag, und wenn es nur 5 Minuten sind, dann werdet ihr einen Unterschied merken. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass es in der geistigen Welt wie ein Expertenteam gibt, was sich genau für eure Themen zusammengefunden hat, um genau das anzuschwingen, was ihr jetzt gerade braucht, um euch in den nächsten Schritt reinzubringen, um was ins Fließen zu bringen, ja, was ihr im Alltag vielleicht nicht fließen lassen könnt, oder in euch eine innere neue Zuversicht und Stärke fließen zu lassen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle Heiler sind und Heilerqualitäten haben und dass wir gar keinen Heiler im Außen brauchen oder gar keinen Coach, der für uns Kanal ist. Das kann natürlich auch sehr schön sein in manchen Momenten. Aber ich möchte auch die Menschen dazu befähigen, dass sie selbst den Zugang finden und da immer wieder die heilvollen Frequenzen empfangen können. Und das könnt ihr mit der Technik machen. Und die nennt sich Sitting in the Power. Das ist eine Trance-Healing-Technik. Und es wäre gut, wenn ihr die in einem nüchternen Zustand macht, dass euer Körper da nicht so beschäftigt ist mit Verdauen, dass ihr dann 3-4 Stunden vielleicht vorher nichts gegessen habt, wirklich auch gut geerdet seid. Genau, und ich würde die jetzt mit euch einfach mal durchgehen, dass ihr die mal durchgesprochen habt, die 3 Sätze. Das sind 3 Sätze, die man spricht, um sich zu verbinden. Dann auch nochmal anschreiben. Und dazu bitte ich euch jetzt nochmal, eure Augen zu schließen und nochmal nach oben zu rollen. Also wenn ihr das möchtet. Und die 3 Sätze lauten: Ich bin ein Instrument für die geistige Welt. Ich bin ein Instrument für die geistige Welt. Ich öffne mich jetzt dafür, ich öffne mich jetzt dafür, dass mich die geistige Welt für Heilung nutzt. Dass mich die geistige Welt für Heilung nutzt. Ich öffne mich jetzt, ich öffne mich jetzt für die Verbindung mit der geistigen Welt. Für die Verbindung mit der geistigen Welt. Genau. Und es kann sein, dass ihr irgendein Signal von eurem Körper bekommt, sei es eine Gänsehaut am hinteren Kopf oder am Körper,
dass ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt angedockt. Es kann aber auch sein, dass ihr gar nichts fühlt, das ist auch voll okay. Es kann auch sein, dass ihr erst was fühlt, wenn ihr die Technik immer wieder macht, dass sich dann Körperempfindungen einstellen. Und dann könnt ihr in diesem Zustand so lange verweilen, wie ihr wollt. Also es gibt da keine Vorgaben. Ihr könnt zum Beispiel zur geistigen Welt sagen, weckt mich bitte so und so, haut mich da bitte wieder in die Gegenwart. Ihr könnt euch einen Timer stellen, ihr könnt aber auch so lange in dieser Energie verweilen, wie ihr das möchtet. Und genau, die möchte ich euch gerne an die Hand geben, das auszuprobieren. Also ich würde da jetzt an der Stelle sagen, das ist die Technik, nehmt sie gerne mit nach Hause, ich schreibe die drei Sätze jetzt nochmal an. Und dann experimentiert ihr da damit, ja? Macht es mal jeden Tag, 5 Minuten vielleicht nur. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also seitdem ich das mache, an den Tagen, wo ich es mache, stehe ich in einer ganz anderen Kraft, als an den Tagen, wo ich das nicht mache. Und das ist sehr heilsam. Und auch wenn ihr nicht dran glaubt, probiert es einfach mal aus. Ja. Genau. Ja. Jetzt bin ich schon so durch. So fast. Ich würde jetzt gerne mal kurz die Gesprächsrunde aufmachen, wie es euch geht, was ihr so gefühlt habt, ob ihr Fragen habt. Und danach würde ich nochmal mit ein paar Sätzen, also mit einem Satz abschließen und euch dann noch eine ganz liebevolle Einladung aussprechen. Genau. Ja. Wie lieben wir denn? Ja. Habt ihr noch was, was ihr gerne teilen wollt, wie es euch jetzt ging? Ist vielleicht auch irgendwo ein Widerstand aufgetaucht, das ist auch super. ja. Wir fragen oder wollt ihr das einfach alles erstmal sacken lassen? Hat gut getan. Ja? Auf jeden Fall. Und danke für die Skills. Na viel, ne? Ich habe so ganz viel kompakt hier reingepackt. Ja, ja. Ich werde mir das dann abfotografieren. Ja, ja. Im Alltag möglichst integrieren. Mhm. Ich höre so leicht. Ja, genau. Ich bin ja immer Fan von einfachen Sachen, ja. Wenn man irgendwie eine Technik gibt, wo ich dann eine halbe Stunde, das habe ich gar nicht Zeit. Deswegen, so schnell. Deswegen war das gerade sehr wertvoll. Genau, war schön. Freut mich. Ja. Und das, was du gerade gemacht hast, das kann man ja auch einfach dann morgens direkt nach dem Aufstehen, dann ist der Magen leer und hat dann gleich einen guten Tagesstart. Genau, ja. Danke. Das gerade im Magen gespürt. Liegt das daran, weil ich vorher was gegessen habe? Das war so das die Verbindung. Das ist kann sein, ja klar. Also mach das einfach mal auf nüchternen Zustand, dann wirst du merken, ob Sommer kommt. Ja, okay. Genau. Und wenn nichts kommt, dann denk nicht, es funktioniert nicht. Ja? Also es arbeitet immer, nur weil es der Verstand nicht greifen kann, heißt es nicht, dass nichts passiert. Ich habe zum Solarplexus gewählt. Ja, ja. Wow. Ja. 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 Mir ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwindelig. Trinken ist super, super wichtig. Also das ist immer, ne? Immer trinken. Super wichtig. Ja. Genau. Ja. Und natürlich auch wie mit allen, ne? Mit allem, was ich jetzt geteilt habe, fühlt immer wieder rein, ob das eure Wahrheit ist, ob das mit euch in Resonanz geht. Das sind jetzt Impulse, die ich euch hier mitgebe. Genau. Ja, dann. Wenn jetzt nichts mehr kommt, würde ich gerne euch noch in ein Feld einladen, was ich jetzt gerade am Kreieren bin. Das ist so eine Membership, wo es quasi darum geht, wirklich diesen Tanz zwischen Licht und Schatten wieder richtig tanzen zu lernen. Und das in einem Feld von bewussten Menschen, die auch in der Selbstverantwortung stehen und die uns ein Feld schaffen von Sicherheit, in dem wir uns zeigen können mit all dem, was da ist. Da bin ich jetzt gerade dabei, das aufzubauen, dass es wie so eine Art Mitgliederbereich gibt, wo wir uns 2x im Monat live treffen für Sessions und auch zum Austausch. Weil ich finde, in diesen jetzigen Zeiten ist es so wichtig, sich Felder zu suchen, wo man sich sicher fühlt und gut fühlt. Und das kommt viel zu kurz, ja. Also ich weiß nicht, in welchen Feldern ihr schon unterwegs seid. Bestenfalls ist es ja so, dass ihr das schon immer habt. Falls das so ist, dann ist es ja trotzdem schön, in mein Feld zu springen, in unser Feld, ja. Also ich will wirklich was kreieren, was diese Mensch, das Menschsein in der Ganzheit lebt, ja. Das ganz tief angebunden sein mit der Erde, aber auch Hand in Hand mit der geistigen Welt, dass wir so eine Art kleines Paralleluniversum auch schaffen, wo es völlig normal ist, mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten und da zu forschen. Und genau, da einfach geht das zusammen. Auch in die, wie bitte? Geht das auch online? Das ist alles online. Das ist online. Genau. Okay. Also wenn euch das interessiert, ich habe hier einen Flyer. Ihr könnt euch super gerne mit eurer E-Mail-Adresse hier einschreiben.
ich bin gerade noch dabei, die Plattform aufzubauen. Aktuell geht alles nur noch über Telegram. Aber es wird dann so eine Plattform geben, wo es wie so eine Art Online, also Mitgliederbereich gibt, wie so eine Art Online-Kurse. Und dann treffen wir uns zweimal live und ich gebe noch zweimal im Monat Impulse rein, wie beispielsweise diese Atemtechniken, die wir jetzt gemacht haben, diese Techniken, Techniken zur Erdung, zur Anbindung an die geistige Welt, wie ihr die stärken könnt, ja, überhaupt das schaffen könnt. Und genau, ja. Und dann freue ich mich da über jeden und jede, die dabei sein will. Erster Monat ist einfach kostenfrei zum Reinspüren und gucken, ob es überhaupt zur Resonanz geht. Wir sind jetzt schon ein kleines und feines Feld und das darf jetzt wachsen. Und genau, ganz unter dem Motto, lasst uns zusammen leuchten. Und ich möchte den Workshop jetzt abschließen mit den Worten Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Mögen alle Wesen glücklich und frei sein und mögen all unsere Taten, Gedanken und Handlungen auf bestmögliche Weise dazu beitragen. Dankeschön. Danke, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.